بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Meine lieben Geschwister, wir wollen insha'Allah ta'ala heute unsere Reihe fortführen über die Zeichen des jüngsten Tages und heute insha'Allah ta'ala mit einem zweiten Teil zu den großen Zeichen des jüngsten Tages. Wir hatten in der letzten Woche angefangen, über die großen Zeichen des jüngsten Tages zu sprechen und haben begonnen gehabt, uns auch mit dem ersten Zeichen zu beschäftigen. Wir haben die 10 großen Zeichen des jüngsten Tages benannt und haben erklärt, warum sie groß sind im Unterschied zu den kleinen Zeichen. Und gleichzeitig haben wir begonnen mit dem ersten Zeichen, nämlich mit dem Al-Masih Ad-Dajjal. Wir haben aufgezeigt gehabt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam vor ihm gewarnt hat und aufgezeigt hat, dass es sich um die größte Fitne seit der Schöpfung Adams handelt. Und dass es keinen Propheten gab, der nicht sein Volk vor dem Dajjal gewarnt hat. Nur der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns noch ein weiteres zusätzliches Zeichen gegeben hat, nämlich, dass der Dajjal einäugig ist. Und wir wollen uns heute, insha'Allah ta'ala, mit einigen Fragen bezüglich des Dajjal beschäftigen. Das erste ist, dass wir uns die Frage stellen müssen, ist der Dajjal eigentlich schon erschienen oder nicht? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte nämlich bei einer Person Zweifel gehabt. Und wir werden uns einige dieser Überlieferungen anschauen. Im Anschluss daran werden wir uns anschauen, was der Dajjal eigentlich ganz konkret bewirken wird. Und was konkret seine Wirrungen sind und seine Fitten sind, mit denen er versucht, die Menschen in die Irre zu führen. Und daraufhin werden wir uns insha'Allah ta'ala auch mit einigen Ereignissen des Dajjal beschäftigen, von denen der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesprochen hat. Kommen wir zunächst erst einmal zu dieser ersten Frage, nämlich, war der Dajjal eigentlich schon da gewesen? Wir können das eigentlich gleich verneinen. Jedoch gibt es einige Überlieferungen, bei denen der Prophet sallallahu alaihi wasallam sich selbst unsicher gewesen ist, ob der Dajjal denn schon unter ihnen ist oder nicht. Es gab nämlich eine Person zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, die hieß Ibn Sayyad. Und dieser Ibn Sayyad war ein sehr, sehr merkwürdiger Mensch gewesen, der vielleicht verwirrt war, vielleicht auch Kontakt zu den Dschinn hatte. Wir wissen es nicht ganz genau. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hatte ihn sehr genau beobachtet gehabt. Und wir wollen uns einfach mal einige dieser Überlieferungen anschauen, welche uns aufzeigen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam selbst nicht wusste, wann der Dajjal erscheinen wird. Allah ta'ala, er hat ihm darüber kein Wissen gegeben. Und wir lernen ebenfalls daraus, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sein Wissen nicht auf einmal bekommen hat, sondern Allah ta'ala ihm immer wieder neue Dinge offenbart hat und neue Informationen gegeben hat. Was noch einmal bestätigt, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam ganz genau seine Grenzen kannte. Und dass er nichts von sich aus sagte, sondern nur das wiedergegeben hat, was Allah ta'ala ihm eingegeben hat. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Und er spricht nicht aus Neigung, er ist nur eine geoffenbarte Offenbarung.
eines der wichtigsten Zeichen des Prophetentums, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam ganz klar seine Grenzen kannte. Und auch zugegeben hat, wenn er Sachen nicht wusste. Oder auch den Leuten gesagt hat, ich muss auf die Offenbarung warten. Oder auch ganz klar sagte, dies gehört nicht zu dem Wissen, was mir Allah Ta'ala gegeben hat. Wie beispielsweise in dem Hadith von Jibril alayhi salam, als der Prophet sallallahu alayhi wa sallam gefragt wurde von Jibril, akhbirni an as-sa'a, berichte mir über die Stunde. Und der Prophet sallallahu alayhi wa sallam daraufhin antwortete, mal mas'ulu anha bi'a'lama min as-sa'il. Der Gefragte weiß nicht besser Bescheid als der Fragende. Und jetzt wollen wir uns einfach mal insha'Allah ta'ala eine dieser Überlieferungen anschauen. Von Abdullah ibn Umar wird berichtet. Umar ibn Khattab begab sich mit dem Gesandten Allahs und einer Gruppe weiterer Männer zu Ibn Sayyad. Sie fanden ihn mit den Kindern bei den Festungen der Banu Maghala spielend. War noch ein kleiner Junge gewesen. Damals stand Ibn Sayyad an der Schwelle zur Pubertät. Also er war noch nicht erwachsen. Er merkte nicht, dass wir da waren, bis der Gesandte Allahs ihm mit der Hand auf den Rücken schlug. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu Ibn Sayyad, bezeugst du, dass ich der Gesandte Allahs bin? Da sah ihn Ibn Sayyad an und sagte, ich bezeuge, dass du der Gesandte, der des Lesens und Schreibens Unkundigen bist, der Ummiyin, also der Araber und nicht der Juden und Christen. Dann fragte Ibn Sayyad den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, bezeugst du, dass ich der Gesandte Allahs bin? Dann nahm der Gesandte Allahs Abstand von ihm und sagte, ich glaube an Allah und seinen Gesandten. Dann fragte ihn der Prophet sallallahu alaihi wasallam, was denkst du? Da sagte Ibn Sayyad, einmal kommt zu mir ein Wahrhaftiger und ein anderes Mal ein Lügner. Also sehr kryptische Worte, subhanallah. Da sagte ihm der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, du bist verwirrt. Dann sagte er weiter, ich halte in meinem Kopf etwas vor dir verborgen. Da sagte Ibn Sayyad, es ist Ad-Duch. Was ist damit gemeint, Ad-Duch? Ad-Duch ist die Abkürzung von Ad-Duchan. Und Ad-Duchan ist der Rauch. Und der Rauch ist einer der 10 Zeichen vor dem jüngsten Tag. Und die Gelehrten sagen hier, dass er wahrscheinlich in irgendeiner Weise Kontakt zu den Dschinn hatte und zu den Shayatin, welche ihm einen Teil der Wahrheit genannt haben, von dem Wissen, was sie hatten, aber er den anderen Teil nicht wirklich dann erhalten hat. Und so ist es auch mit den Shayatin. Allah Ta'ala, er berichtet ja im Koran, dass die Shayatin, bevor der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gekommen ist, versucht haben, die Jinn haben versucht, die Nachrichten des Himmels zu belauschen. Wir hatten das in Surat al-Mulk, wir hatten das in Surat al-Jinn. Die Jinn versuchen, den Himmel zu belauschen. Warum? Damit sie Nachrichten bekommen vom Himmel, wenn Allah Ta'ala oder die Engel sich untereinander Nachrichten übergeben, um dann einen Teil der erlauschten Nachricht an die Menschen zu übergeben, die mit ihnen zusammenarbeiten, von den Magiern und diejenigen, die schwarze Magie benutzen. Und sie haben dann einen Teil von der Wahrheit und den anderen Teil dichten sie hinzu und verkaufen das dann an die Menschen und vergaukeln die Menschen und sagen ihnen, wir können in die Zukunft schauen, obwohl sie das überhaupt nicht können. Und die Gelehrten sagen, er hat hier wahrscheinlich nur einen Teil mitbekommen von den Shayatin, Ad-Duch, obwohl es eigentlich Ad-Duchan heißen müsste, der Rauch. Da sagte Ibn Sayyad, es ist Ad-Duch. Der Gesandte Allahs sagte, scher dich weg, du wirst deinen Rang nie übersteigen. Darauf sagte Umar ibn Khattab, O Gesandte Allahs, lass mich deinen Nacken abschlagen, wie immer Umar. Ja? Woraufhin dann der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn er es wirklich ist, dann wirst du ihn nicht überwältigen können. Also sollte es al-Masih al-Dajjal sein, dann wirst du ihn nicht töten können. Und wenn er ein Lügner ist, dann wird er dir nichts nutzen, ihn zu töten. Dann hast du jemanden Unschuldiges getötet. Also tu es nicht. Eine sehr, sehr unheimliche Überlieferung, subhanallah. Wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam selbst nicht genau wusste, ob Ibn Sayyad
der Dajjal ist oder ob er es nicht ist. Und es gibt jetzt mehrere Überlieferungen, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit Ibn Sayyad Kontakt aufnimmt. Und Ibn Sayyad wird dann älter. Und auch nach dem Tode des Propheten sallallahu alaihi wasallam haben einige Sahaba so ein ungutes Gefühl, wenn sie mit Ibn Sayyad zusammen waren. Und er ist dann auch später Muslim geworden. Er war ja vorher, kommt von einer jüdischen Familie, ist dann aber Muslim geworden. Und Ibn Sayyad war etwas traurig gewesen, dass die Leute denken, er könnte al-Masih al-Dajjal sein. Und hat dann auch einige Sahaba überzeugt, dass das völliger Unsinn ist. Und einige Sahaba haben dann auch gesagt, er tut mir leid, aber waren sich trotz alledem immer noch unsicher gewesen. Aber es ist eindeutig, dass Ibn Sayyad nicht der Dajjal gewesen ist, über den der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesprochen hat, was wir aber, wie gesagt, daraus lernen können, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam es selbst nicht wusste. Es selbst nicht wusste. Gut. Kommen wir nun, insha'Allah ta'ala, zu einigen Überlieferungen, aus denen hervorgeht, was eigentlich ganz konkret die Eigenschaften des Dajjals sein werden. Was macht den Dajjal überhaupt aus? Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat hier einige Dinge über den Dajjal erwähnt. Was der Dajjal alles den Menschen vorgaukeln kann, um sie in die Irre zu führen. Das sind alles Fitten. Und das Einzige, was den Menschen wirklich schützen kann vor dem Dajjal und dem Fitten des Dajjal, ist der feste Iman. Und wir merken das subhanallah auch in unserer heutigen Zeit. Heutzutage gibt es sehr, sehr viele Fitten. Sehr viele Versuchungen um uns herum. Es gibt einmal die sogenannten Versuchungen der Neigung, der niederen Gelüste. Auf Arabisch Fitan al-Shahawat. Fitan al-Shahawat. Und ich behaupte einfach mal, dass wir in einer Zeit leben, wo diese Fitan so stark verbreitet sind wie noch nie zuvor. Weil der Zugang zu ihnen so leicht ist wie noch nie zuvor. Wenn du früher vor dem Internet, vor den sozialen Netzwerken, vor auch vielleicht in früheren Zeiten, bevor es Fernsehen gab, etc., wenn du da eine Sünde begehen wolltest, konntest du es auch machen. Aber es war schwieriger gewesen. Man musste an bestimmte Orte gehen, um dort eine Sünde begehen zu können. Die Gesellschaft an sich war aber selbst westliche Gesellschaft, wenn man sich mal westliche Gesellschaften anschaut, Deutschland vor noch 50 Jahren oder vor 60, 70 Jahren, da merkt man, die Gesellschaft war an sich noch viel konservativer gewesen. Die Frauen sind meistens, sage ich mal, anständig hinausgegangen, haben lange Kleidung getragen, selbst am Strand haben sich Frauen nicht völlig entblößt, wie es heutzutage der Fall ist. Aber heutzutage, subhanallah, hast du im Grunde genommen überall um dich herum immer die Möglichkeit zu sündigen. Ja, du hast im Grunde genommen immer ein Tor zur Welt bei dir, und zwar sowohl zum Guten als auch zum Schlechten. Die Fittern, sie sind sehr, sehr stark verbreitet. Das ist die eine Art der Fitne. Was sind die andere? Was ist die andere Art und die andere Kategorie von Fittern? Das sind die sogenannten Fittern Shubuhat. Was sind Shubuhat? Was sind Shubuhat? Was ist eine Shubha? Was ist eine Shubha? Genau so, Einwände. Also es sind Dinge, wo du im Grunde genommen nicht weißt, was richtig und was falsch ist. Die in dir Zweifel wecken. Und das ist ebenfalls so extrem wie noch nie zuvor. Es gibt so viele verschiedene Ideen, die überall verbreitet werden. Dir werden Dinge vorgegaukelt durch die Medien. Du glaubst bestimmte Dinge, obwohl sie überhaupt nicht stimmen. Es wird dir einfach so vorgegaukelt. Ja, und du denkst, das ist die Wahrheit, obwohl es gar nicht die Wahrheit ist. Du weißt gar nicht mal, wo die Wahrheit ist. Und lässt dich sehr, sehr leicht beeinflussen. Also wir leben im Grunde genommen im idealen Zeitalter für das Erscheinen des Dajjal. Er muss im Grunde genommen nur diese ganzen Dinge, die wir heutzutage haben, nutzen für seine Zwecke, um die Menschen dadurch in die Irre zu führen. Und deswegen ist es so wichtig, dass ich mich als Muslim schütze. Schütze vor diesen Versuchungen des diesseitigen Lebens. Egal, ob es die Versuchungen der Shahawat sind oder ob es die Versuchungen der Shubuhat sind. Ich sollte mich niemals selbst dem aussetzen. Wenn es um die Shubuhat geht, sagen die Gelehrten beispielsweise,
Es ist verboten für einen Muslim, auf islamfeindliche Kanäle zu gehen und sich den Inhalt anzuschauen. Warum? Weil es kann sein, dass du dir das anschaust und du denkst, ah, ich kann das so und so beantworten und deren Einwände gegen den Islam, die kann man ohnehin widerlegen. Und dann plötzlich hörst du etwas und du findest keine Antwort. Es gibt eine Antwort, aber du kennst sie nicht. Und du suchst nach Antworten, findest sie aber nicht so leicht, weil du dich nicht in diesem Bereich auskennst. Gerade wenn es um Fragen des Atheismus geht. Gibt es Gott, gibt es nicht Gott? Schwierige Fragen. Wenn ich als Muslim nicht spezialisiert bin auf diesen, in diesem Bereich, sollte ich Abstand nehmen. Ebenso, ja, wenn es um Kanäle geht von Missionaren, die versuchen, Menschen zum Christentum zu missionieren, um für das Christentum zu gewinnen. Und fangen dann an, Schubuhat einzuwerfen, Zweifel, Einwände gegen den Islam. Und ich kenne mich nicht wirklich aus. Dann kann es sehr leicht passieren, dass ich anfange zu zweifeln und zu wanken. Und deswegen darf ich als Muslim, wenn ich nicht spezialisiert bin auf diesen Bereich, mich mit diesen Dingen nicht beschäftigen. Warum? Weil ich mich selbst der Fitna aussetzen. وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ, sagt Allah Ta'ala. Ihr habt euch selbst in Versuchung gebracht, subhanallah. Es gibt Menschen, die bringen sich selbst in Versuchung. Die denken, sie sind stark, obwohl sie nicht stark sind. Sie denken, sie haben darauf eine Antwort, obwohl sie keine Antwort haben. Sie denken, sie können dieser Fitna, dieser Versuchung standhalten, aber sie können ihr nicht standhalten. Als Muslim sollte ich vor der Fitna fliehen. Und deswegen verlangt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam von den Muslimen, die vom Dajjal hören, dass sie vor ihm fliehen. Nicht, dass sie zu ihm gehen, sondern dass sie vor ihm fliehen. Sie denken, sie sind stark, aber sind dann vielleicht gar nicht so stark und werden schwach. Subhanallah. Was sind jetzt diese Fitnen, diese Versuchungen, diese Wirren, welche der Dajjal verursachen wird? Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sagt, wie es von Huzaifa ibn al-Yaman überliefert wird, dass der Dajjal einen Garten und ein Feuer mit sich führen wird. Doch sein Feuer wird der Garten sein und sein Garten das Feuer. Allahu Akbar. Der Dajjal, das geht aus mehreren Überlieferungen hervor, er wird einen Garten, in einer anderen Überlieferung heißt es, ein Wasser bei sich haben. Wasser, wie auch immer. Und ein Feuer. Und dann sagt der Prophet in der anderen Überlieferung, doch wird sein Feuer kühles Wasser sein und sein Wasser Feuer. Also genau das Gegenteil, subhanallah. Genau das Gegenteil. Er täuscht dich. Und deswegen auch, was war nochmal die Bedeutung von Dajjal? Wir hatten das letzte Woche erklärt gehabt. Was war nochmal die Bedeutung von Dajjal? Von welchem Wort kommt das? Dajjal. Lügen, aber nicht nur einfach Lügen. Es ist eine bestimmte Form von Lüge. Was ist Dajjal? Ja. Das ist Messah, das ist Messiah. Ja? Störung, okay. Nicht ganz. Eine Lüge, aber auf eine tricksige Art. Genau, listige Art und Weise. Es ist wie, muss man sich vorstellen, wie Leute, weiß ich, die den Leuten vorgaukeln, sie hätten magische Kräfte als Beispiel. Ja? Sie gaukeln das den Leuten vor, obwohl sie das gar nicht haben. Das ist einfach nur ein Zaubertrick. Ja? Fingerfertigkeit, nicht mehr. Aber sie gaukeln die vor, oh, ich habe magische Kräfte. Kennt ihr diese Leute, die in der Altstadt irgendwie, keine Ahnung, dann in der Luft schweben und sich so aus, als würden sie in der Luft schweben? Das ist alles Dajjal, Form von Dajjal. Sie gaukeln den Leuten etwas vor. Ja, obwohl es einfach nur ein Gerüst ist, ja, an dem sie sich festhalten, nicht mehr und nicht weniger. Ja? Und das nennt man Dajjal. Du traust deinen Augen nicht, sagst, das kann doch nicht sein. Und deswegen, der Dajjal, er wird ein Feuer bei sich führen. Und er wird ein Wasser bei sich führen. Und dieses Feuer, was er bei sich führt, ist in Wirklichkeit Wasser. Und dieses Wasser, was er bei sich führt, ist in Wirklichkeit Feuer. Und hört einmal, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam noch sagt. Er sagt bezüglich dieses Feuers und dieses Wassers.
Ich weiß, was der Dajjal mit sich führen wird. Etwas, das dem Auge wie klares Wasser erscheint. Und etwas, was dem Auge wie loderndes Feuer vorkommt. Allahu Akbar. Er sagt der Prophet, was wir tun sollen. Er sagt, wer dies sieht, soll den Fluss wählen, den er für Feuer hält. Also spring in das Feuer hinein, weil das Feuer ist in Wirklichkeit ein Fluss. So soll er zu dem Fluss gehen, den er für Feuer hält, seine Augen schließen, sein Haupt senken und von dem Feuer trinken, denn es ist kühles Wasser. Allahu Akbar. Das ist alles eine Täuschung, subhanallah. Genau wie diese Dunya eine Täuschung ist. Diese Dunya gaukelt dir vor, sie kann dir alles geben. Sie gaukelt dir vor, du könntest in ihr glücklich werden. Obwohl sie dich nicht glücklich machen kann. Weil die Glückseligkeit kommt allein von Allah. Nur bei Allah kann ich Glückseligkeit finden. Ich kann noch so viel von dieser Dunya haben. Ruhm, Glanz, Reichtum, Schönheit, Karriere, Erfolg im Beruf. All das kann ich haben, einen tollen Körper. Aber all das ist vergänglich. Und all das ist nur äußerlich. Die Glückseligkeit liegt aber im Herzen. Diese Dinge, die ich erwähnt habe, betreffen nur deine äußere Schale. Sie können aber nicht in dein Herz hineindringen. Sie können es höchstens verderben. Die Glückseligkeit erlangst du nur durch deine Nähe zu Allah. Erlangst du nur, wenn du dich Allah subhanahu wa ta'ala zuwendest. Weil die Glückseligkeit in deiner Hand liegt. Du kannst nach allem streben, aber wenn du nicht nach Allah strebst, wirst du niemals glücklich sein können. Natürlich, es gibt Menschen, die fühlen sich zufrieden in der Dunya. Die sind auch bescheiden, all das. Und trotzdem ist es nicht die absolute Glückseligkeit. Weil spätestens dann, wenn du etwas verlierst, wenn du es nicht mehr hast, verlierst du auch dieses Glück, was du hast. Diese Menschen sind nur so lange glücklich, solange sie diesen Zustand beibehalten. Aber diese Dunya ist nun mal so beschaffen, dass alles, was du besitzt, eines Tages vergänglich ist und gehen muss. Und dann plötzlich ist dieser Mensch nicht mehr glücklich, weil er das verloren hat, was ihn glücklich gemacht hat. Wer aber Allah hat, dem Al-Hayy, Al-Qayyum, dem ewig Lebenden, der auf niemanden anderen gestützt ist und niemanden anderen benötigt, Al-Awwal, Al-Akhir, dem Ersten, dem Letzten, der schon immer da war und der immer da sein wird, der muss glücklich sein. Warum? Weil Allah ewig ist und das führt zu ewigen Glückseligkeit. So ist die Dunya, subhanallah. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er zeigt uns noch auf, was er alles für Dinge tun wird, welche die Menschen verwirren werden. Sodass einige Menschen anfangen werden, an ihn zu glauben, obwohl sie das eigentlich vorher gar nicht tun wollten. Es wird überliefert von An-Nawas ibn Sam'an, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam Folgendes gesagt hat. Er wird sich zu einem Volk begeben und es zu sich rufen. Der Dajjal wird zu einem Volk gehen und wird es zu sich rufen. Und es wird an ihn glauben. Alsdann wird er dem Himmel befehlen, und es wird regnen. Und er wird der Erde befehlen und sie wird ihre Erträge hervorbringen. Ihre Herden werden am Abend mit Höckern so hoch wie noch nie prall gefüllten Eutern und ausgedehnten Flanken zu ihnen zurückkehren. Also die Dunya wird sich ihnen öffnen, weil sie ihm befolgen. Anschließend macht er sich zu einem anderen Volk auf und ruft es zu sich. Doch sie werden das, was er sagt, ablehnen. Woraufhin er sich von ihnen entfernt und sie von einer Dürre heimgesucht werden, welche ihr Land und ihre Ernte zerstören wird. Also subhanallah, genau das Gegenteil. Und das ist das Gefährliche an seiner Fitna. Die Menschen sehen, diejenigen, die an ihn glauben, sind erfolgreich. Und diejenigen, die nicht an ihn glauben, die verlieren alles. Allahu Akbar. Nur, was ist es am Ende? Es ist die Dunya. Und das vergessen die Menschen. Es ist nur die Dunya. Wie viele Menschen in dieser Dunya haben einen hohen Rang bei Allah, aber in dieser Dunya einen sehr, sehr niedrigen Rang? Menschen, die man
auf der Straße nicht einmal anschauen würde. Man würde einfach an ihm vorbeilaufen. Es kann sein, dass dieserjenige, an dem du einfach so vorbeiläufst, am jüngsten Tag eine Stellung einnehmen wird, um die du ihn beneiden würdest. Und du weißt es gar nicht. Du denkst so, oh, ja, was ist das für ein einfacher Mensch. Ja? Aber er hat bei Allah eine sehr hohe Stellung. Und jemand anderes, von dem du denkst, MashaAllah, guck mal, was das für ein Mensch ist. Ja, wie erfolgreich er ist in der Dunya und weiß ich nicht was. Aber bei Allah subhanahu wa ta'ala hat er überhaupt keinen Rang. Diese Dunya täuscht. Und deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und merkt euch das, ist so wichtig. Er sagt sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah yu'ti dunya liman yuhib wa liman la yuhib. Allah ta'ala ergibt diese Dunya, wem er liebt und wen er nicht liebt. وَلَا يُعْطِ الدِّينَ إِلَّا لِمَنْ يُحِبْ. Aber er gibt die Religion nur demjenigen, den er liebt. Subhanallah. Und deswegen lass dich niemals täuschen. Der Dajjal versucht nämlich die Menschen genau daran zu täuschen. Guck mal, die glauben an mich, die kriegen hier materielles, materiellen Erfolg. Die anderen glauben nicht an mich, verlieren alles. Wie viele Propheten, die die Menschen zum Guten aufgerufen haben, haben alles verloren. Wurden umgebracht. Umgebracht. Allah Ta'ala, er spricht im Koran darüber, dass Propheten umgebracht werden. Viele Propheten der Benu Israel wurden umgebracht. Kennt ihr einen Propheten, der umgebracht wurde? Kennt ihr einen Propheten, der umgebracht wurde? Yahya alayhi salam. Wurde umgebracht. Sie haben seinen Kopf genommen und Prostituierte haben seinen Kopf genommen und haben mit ihm gespielt. Das ist ein Prophet Gottes. Prophet Allahs, der alles verloren hat. Heißt es, dass Allah ihn nicht liebt? Dunya! Nicht mehr und nicht weniger. Es ist überhaupt kein Zeichen dafür, ob Allah dich liebt oder dich nicht liebt. Alhamdulillah, ich bin dankbar, wenn ich es habe. Ich sage nicht, dass es schlecht ist, wenn man es hat. Alhamdulillah. Aber glaub ja nicht, dass das ein Zeichen dafür ist, dass Allah dich liebt. Es ist einfach nur eine Prüfung. Allah prüft dich mit dieser Dunya. Ob du dankbar bist oder ob du nicht dankbar bist. Das ist alles. Nicht mehr und nicht weniger. Und das müssen wir verstehen. Deswegen sagt unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, Wallahi, lau kanat ad-dunya tusawi 'inda Allah janaha ba'uda. Bei Allah würde diese Dunya bei Allah auch nur so viel wert sein wie der Flügel einer Mücke. Ma saqa al-kafira minha sharbatan ma. Hätte er einem Kafir nicht einmal einen einzigen Schluck Wasser gewährt. Aber sie ist nichts wert. Und der Dajjal, er weiß das, wie die Menschen denken. Und dass viele Menschen das nicht verstehen. Und dass viele Menschen auf seine Tricks hereinfallen. Genauso wie diese Leute, die die Menschen übers Ohr hauen. Ja, sie gaukeln ihnen was vor, guck mal, du kannst hier Geld verdienen, weiß ich nicht was, machen irgendwelche Tricks vor ihnen und die Leute denken, oh krass. Kennt ihr noch diese Hütchenspiele von früher? Ich weiß nicht, ob es sie immer noch gibt. Ja, die holen dann jemanden. Ja, das sind alles Leute, die zusammenarbeiten. Und der gewinnt da mehrere hundert Euro vor den Leuten. Die Leute sagen, oh krass, ist ja voll einfach. Und dann kommst du dran und wettest mit ihm um 100 Euro und verlierst. Das ist ein Trick. Einfach nur ein Trick, um den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Und genau dasselbe macht auch der Dajjal. Und jetzt geht's weiter. Er wird an Ruinen vorbeigehen und sagen, bring deine Schätze hervor. Und die Schätze werden ihm wie ein Schwarm Bienen folgen. Boah, subhanallah, unglaublich. Was er für Fähigkeiten hat, mit der Erlaubnis Allahs. Mit der Erlaubnis Allahs. Ebenfalls, er wird zu einem Wüstenaraber Folgendes sagen. Was würdest du darüber denken, wenn ich deinen Vater und deine Mutter für dich wieder auferstehen lasse? Wirst du bezeugen, dass ich dein Herr bin? Oh. Wirst du bezeugen, dass ich dein Herr bin? Er wird sagen, ja, schaut mal, er bringt es gleich sozusagen aufs Äußerste. Deine Mutter und dein Vater, die du so sehr liebst, ich werde sie auferstehen lassen für dich und du wirst sie sehen. Und wenn sie bezeugen sollten, dass ich wirklich Gott bin, würdest du das dann ebenfalls bezeugen? Er sagt, ja. Daraufhin werden zwei Teufel in Gestalt seines Vaters und seiner Mutter erscheinen und sie werden sagen, oh mein Sohn, folge ihm.
denn er ist dein Herr. La ilaha illallah. Was für eine Fitne. Und deswegen, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, ist die schlimmste Fitne überhaupt. Weil jemand, der sowas sieht, der ist durcheinander, der ist verwirrt. Wenn du nicht wirklich einen starken Iman hast, und wir werden nachher noch ein Beispiel sehen von jemandem, der wirklich einen starken Iman hat. Wenn du nicht wirklich einen starken Iman hast und nicht wirklich diese Hadithe des Propheten kennst, sallallahu alaihi wa sallam, und dich damit beschäftigt hast, was passiert dann? Du wirst ihm glauben. Du wirst sagen, das sind meine Eltern. Meine Eltern sind vor mir. Meine Eltern sind auferstanden und sagen mir, befolge ihn. Was bleibt dir dann noch anderes übrig, als ihn zu befolgen, wenn ich nicht weiß, dass das alles nur Tricks sind? Subhanallah. Dann hat man Folgendes, was er machen wird. Er wird einen jungen Mann zu sich rufen und dann ihn vor den Augen der Leute in zwei Hälften teilen und wiederbeleben. Und zwar wird er dann sagen zu den Menschen, schaut euch diesen meinen Diener an. Der Dajjal sagt es. Ich werde ihn wieder auferwecken und er wird behaupten, dass er einem anderen Herrn hat, als mich hat. Dann wird der Dajjal zu ihm sagen, steh auf und er wird auferstehen. Ihm wurde das Leben von Allah gegeben und nicht vom Dajjal. Doch der Dajjal wird annehmen, dass er es war, der ihn ins Leben zurückgebracht hat und die beiden zertrennten Hälften wieder miteinander vereint hat. Darauf wird der Bösartige sprechen, wer ist dein Herr? Woraufhin dann der junge Mann sagen wird, mein Herr ist Allah und du bist der Feind Allahs. Okay, das ist schon diese Geschichte von diesem einen jungen Mann, von dem ich gerade gesprochen habe. Und zwar der zum Dajjal, diese Geschichte wollte ich eigentlich in ihrer vollen Länge erwähnen, ja, der zum Dajjal gehen wird, ja, und bezeugen wird vor dem Dajjal, dass er ein Lügner ist. Und obwohl er ihn dann in zwei Hälften teilen wird und ihn wieder auferstehen lässt, wird er immer noch sagen, jetzt bin ich mir noch sicherer, dass du derjenige bist, vor dem der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gewarnt hat. Ja, also mit anderen Worten, ja, es wird auch Leute geben, welche, subhanallah, ja, dann standhaft bleiben werden und vor dem Dajjal geschützt sein werden. Tamam. Jetzt kommen wir, insha'Allah ta'ala, zu der Frage, wo der Dajjal erscheinen wird und auch, wie lange er auf der Erde bleiben wird. Und zwar, wir hatten das letzte Mal schon, glaube ich, erwähnt gehabt, dass der Dajjal im Osten erscheint wird. In einigen Überlieferungen heißt es, dass er in Khorasan erscheinen wird. Das ist im heutigen Iran. Und dann von dort aus die gesamte Welt dann auch bereisen wird. Und in einer Überlieferung wird der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gefragt, wie lange wird der Dajjal eigentlich auf der Erde weilen? Und diese Überlieferung ist unglaublich interessant, weil wir aus ihr wirklich sehr, sehr viele Lehren ziehen können. Und zwar sagen sie, وَمَا لُبْثُهُ فِي الْأَرْضِ. Und wie lange wird er auf der Erde verweilen? Woraufhin der Prophet sallallahu alaihi wa sallam antworten wird, أَرْبَعُونَ يَوْمَ 40 Tage. يَوْمٌ كَسَنَ. Ein Tag wie ein Jahr. وَيَوْمٌ كَشَهْرٍ. Und ein Tag wie ein Monat. وَيَوْمٌ كَجُمُعَ. Und ein Tag wie eine Woche. وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ. Und die restlichen Tage werden so sein wie eure Tage. Sie fragten dann, ja Rasulallah, o Gesandter Allahs, فَذَاكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَسَنَ أَتَكْفِينَ فِيهِ صَلَاةُ يَوْمٍ. O Gesandter Allahs, der Tag, der so lang ist wie ein ganzes Jahr, reicht uns da ein Gebet aus? Oder reicht uns da aus, sozusagen nur wie an einem Tag zu beten, dass wir an diesem Tag, der so lang ist wie ein Jahr, nur 5 Gebete beten? Er sagte, nein, la uqduru lahu qadara, sondern berechnet es. Also mit anderen Worten, diesem Tag, der so lang ist wie ein ganzes Jahr, sollen wir dieses Jahr oder diesen Tag in jeweils immer 24 Stunden unterteilen. Sodass wir im Grunde genommen 365 Tage haben, ja, und dann auch, ja, alle 24 Stunden 5 Gebete vollziehen. Und dass wir das berechnen sollen. Diese Überlieferung ist unglaublich interessant. Erstens
Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam berichtet darüber, dass der Dajjal 40 Tage bleiben wird. Okay. Ein Tag wie ein Monat, ja, ein Tag wie ein Monat, ein Tag für eine Woche und die restlichen Tage sind normale Tage. Könnte man natürlich sagen, okay, das sind wirklich dann Zeichen von Allah subhanahu wa ta'ala, dass ein Tag so lange andauern wird wie ein ganzes Jahr. Also die Sonne wird sich nicht mehr bewegen, wie wir das kennen, ja, sondern sie wird sozusagen sich dann über ein Jahr hinwegziehen, wie an einem einzigen Tag. Es gibt aber auch andere Interpretationen, die sehr, sehr interessant sind. Und zwar, Dr. Yasser Qadi hat in seiner Reihe über die Zeichen des jüngsten Tages etwas sehr Interessantes erwähnt, eine aus meiner Sicht sehr, sehr interessante Meinung. Nämlich, dass es sein kann, dass vielleicht die Welt sich noch ganz normal dreht, ja, um die Sonne, ja, wie sie es auch jetzt tut. Nur, dass der Himmel so verdunkelt sein wird, dass man nicht mehr Tag von Nacht unterscheiden kann. Woran könnte das liegen? Und er sagt, es könnte vielleicht daran liegen, dass es vorher eine Art Atomkrieg geben wird, bei dem die Atmosphäre so verseucht sein wird, dass man nicht mehr die Sonne sehen kann. Und dass man nicht mehr weiß, wann Tag und wann Nacht ist. Allahu a'lam. Allahu subhanahu wa ta'ala, a'la wa a'lam. Weil wenn wir uns auch die Zeit anschauen, in der der Dajjal erscheinen wird, dann werden wir auch sehen, dass der Dajjal in einer Zeit erscheinen wird, wo es viel Krieg unter den Muslimen geben wird und unter den Menschen im Allgemeinen. Und wer weiß, wallahu ta'ala, a'la wa a'lam, ob es nicht auch zu einem Atomkrieg kommen könnte, der alles vernichten wird und wo alles verseucht sein wird. Möge Allah ta'ala uns davor bewahren. Aber ich meine, wir leben gerade in einer Zeit, wo wieder über Atomkrieg gesprochen wird. Wir hören das jeden Tag in den Nachrichten. Ich hoffe nur, dass wir das nicht erleben werden und dass unsere Kinder und Enkelkinder das nicht erleben werden. Aber es kann sein, die Gefahr ist präsent. Und es braucht nur einer auf den Knopf zu drücken und schon haben wir einen Atomkrieg. Wir wissen es nicht. Und dementsprechend, wie gesagt, es kann sein, dass der Dajjal in einer Zeit kommen wird, wo schon ein dritter Weltkrieg ausgebrochen ist. Wo wir vielleicht schon wirklich einen Atomkrieg gehabt haben. Und wo die Atmosphäre so verseucht sein wird, dass man gar nicht mehr erkennen kann, ob Tag oder Nacht ist. La ilaha illallah. Aber es kann auch sein, dass der Tag wirklich ein Jahr lang anhält. Wir wissen es nicht. Dieses Wissen liegt ausschließlich bei wem? Ausschließlich bei Allah subhanahu wa ta'ala. Was lernen wir noch daraus? Was sehr interessant ist. Und zwar die Sahaba haben nicht gefragt, ja Rasulallah, wie kann es sein, dass ein Tag so lang ist wie ein Jahr? Sie haben es einfach akzeptiert. Und so sollte auch der Muslim sein. Der Muslim, wenn er etwas vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam hört, sollte er es erst einmal akzeptieren und annehmen. Weil unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam nicht aus Neigung gesprochen hat, sondern er hat nur das übermittelt, was Allah ta'ala ihm offenbart hat. Nummer drei. Was war die Frage, welche die Sahabe am allermeisten beschäftigte? Nämlich, wie sollen wir an diesem Tag beten? Das ist das, worauf es ankommt. Der wahre Muslim stellt sich immer diese Frage. Wie kann ich meine Religion praktizieren? Wenn ich auf eine Reise gehe, stelle ich mir die Frage, bevor ich auf diese Reise gehe, wie kann ich auf dieser Reise meine Gebete vollziehen? Das ist die Frage, die mich beschäftigt als Muslim. Das allererste. Jemand, dessen Iman schwach ist, der denkt erst irgendwann mal später daran. Und wenn er nicht betet, dann holt er die Gebete eben nach oder er lässt sie einfach ausfallen. Aber für einen Muslim, der seine Religion ernst nimmt, ist das die wichtigste Frage überhaupt. Bevor ich anfange, irgendwo zu arbeiten, stelle ich mir eine Frage. Kann ich eigentlich bei dieser Arbeit meine Gebete verrichten oder nicht? Kann ich zum Jum'a gehen oder kann ich nicht zum Jum'a gehen? Das ist die Frage, die mich als erstes beschäftigt. Jemand, dem das egal ist, der nicht stark in seinem Iman ist, der wird dann irgendwann einmal vielleicht darüber nachdenken, ob er zum Jum'a geht oder nicht und ob er überhaupt beten kann oder nicht. Aber das ist eine zweitrangige Frage. Und das ist der Unterschied dann zwischen einem bewussten Muslim und einem nicht bewussten Muslim. Ja, für einen bewussten Muslim steht immer was an erster Stelle? Seine Religion. Für einen nicht bewussten Muslim ist die Religion immer zweitrangig. Das ist das, was der Dajjal jetzt sozusagen machen wird. Er wird 40 Tage lang auf der Erde bleiben. Ein Tag so lang wie ein Jahr, ein Tag so lang wie ein Monat und ein Tag so lang wie eine Woche. Und die restlichen Tage, sie werden so lang sein wie unsere normalen Tage. Der Dajjal, wie der Prophet gesagt hat, er wird überall auf der Erde
umherwandeln. Die gesamte Erde wird er besuchen. Früher hat man sich das nicht vorstellen können. Wie kann das gehen? Dass jemand in 40 Tagen die gesamte Erde bereist. Ja, in 80 Tagen um die Erde, kennen wir den Film, in 80 Tagen um die Erde. Heutzutage kannst du in 24 Stunden um die Erde. Ja, mit einem Flugzeug, ja, einmal in 24 Stunden bist du um die Erde, sozusagen einmal geflogen. Für uns heutzutage kein Problem. Und wie gesagt, heutzutage, ja, in einer globalen Welt kannst du zu jedem Menschen gelangen, egal wo er sich auf der Welt befindet. Subhanallah, das war für die Menschen früher unvorstellbar gewesen. Und wir fangen jetzt an sogar mit einer ganz neuen Dimension. Wenn ihr das mitbekommt, diese ganzen Diskussionen jetzt über die dritte Generation des Internets, Metaverse, ja, wo Leute jetzt in virtuellen Räumen sein werden, wo man sich jetzt schon Immobilien kaufen kann in virtuellen Räumen. Ja, da werden wir über ganz andere Dimensionen sprechen. Über ganz andere Dimensionen sprechen zu brauchen, die wir uns jetzt noch gar nicht vorstellen können. Genauso wie damals die Menschen sich Internet nicht haben vorstellen können, können wir uns wahrscheinlich jetzt nicht vorstellen, wie die Welt in 5 oder 10 Jahren aussehen wird. Und da kann man sich ja sehr, sehr gut vorstellen, dass der Dajjal, wenn er erscheint in solch einer Welt, dass er locker die Welt in 40 Jahren umreisen kann und innerhalb von 40 Jahren wirklich auch zu allen Menschen gelangen kann. 40 Tagen. Aber subhanallah, es wird 2 Orte geben, welche der Dajjal nicht betreten kann. Und diese Orte sind 2 heilige Orte. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat darüber gesprochen, dass es sich hierbei um Mekka und Medina handelt. 2 Orte, welche Allah subhanahu wa ta'ala vor dem Dajjal bewahren wird. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, wie es Imam al-Bukhari von Abu Huraira radiyallahu anhu wa arda überliefert hat, sagte, ala anqabil madinati malaikatun la yadkhuluha at-ta'un wala ad-dajjal. Vor den Toren sozusagen von Medina befinden sich Engel, welche Medina schützen vor Ta'un, ist die Beulenpest, und dem Dajjal. Allah subhanahu wa ta'ala, er wird also Medina vor dem Dajjal schützen. Hört euch mal diese Überlieferung an, bei Sahih al-Bukhari und Muslim, also absolut authentische Überlieferung, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, laysa min baladin illa sayata'uhu ad-dajjal illa Makkah wal Madina. Es gibt keinen Ort, den Dajjal nicht sozusagen betreten wird, außer Mekka und Medina. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, وَلَيْسَ نَقْبٌ مِّنْ أَنْقَابِهَا إِلَّا عَلَيْهِ مَلَائِكَةٌ حَافِينَ. Und es gibt kein sozusagen Naqb, so wie eine Art Öffnung, ja, zu Medina, außer dass sich dort ein Engel befinden wird. تَحْرُسُهَا, welche Medina und Mekka dann auch bewahren werden vor dem Dajjal. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, فَيَنْزِلُوا bis Sabicha, ja, er wird dann an einen Ort gehen, ja, der heißt Sabicha, das ist ein Ort, ja, wo keine Pflanzen wachsen, ja, und es ist sozusagen ein Teil von Medina, aber an der Grenze von Medina. Und dann heißt es, ja, فَتَرْجُفُ الْمَدِينَةُ بِأَهْلِهَا ثَلَاثَ رَجَفَاتٍ. Und Medina wird dann plötzlich 3-mal beben. يَخُرُجُ إِلَيْهِ مِنْهَا كُلُّ كَافِرٍ وَمُنَافِقٍ. Und jeder Kafir und Munafiq und Heuchler wird dann hinausgehen aus Medina, um den Dajjal sich anzuschließen, weil er Medina selbst nicht betreten kann. Allahu Akbar. Merkwürdige Dinge, subhanallah. Merkwürdige Dinge, welche wir uns kaum vorstellen können, aber der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat darüber gesprochen. Und hier noch einmal ganz klar, ja, der Dajjal kann zwar Medina selbst nicht betreten, aber diejenigen, die in Medina leben und keine Iman haben, sie werden zu ihm gehen. Weil ihm Medina ist der Ort, der den Iman anzieht. Wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam es gesagt hat. Und deswegen hat unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam von uns verlangt, dass derjenige, der es schaffen sollte, in Medina zu sterben, dort sterben soll. Warum? Ja, weil Medina für ihn Schafa'a machen wird. Eine Fürsprache für ihn machen wird. Medina ist Ma'rizul Iman. Ist der Ort, wo sich der Iman versteckt. Und aus diesem Grund hat Allah subhanahu wa ta'ala Medina vor dem Dajjal geschützt. Das sind einige Überlieferungen gewesen über das, was der Dajjal machen wird. Wir werden uns inshallah ta'ala nächste Woche, werden wir den Dajjal abschließen und dann übergehen zu
zu Isa, alaihissalam, der den Dajjal töten wird. Werden uns aber noch einige Überlieferungen diesbezüglich anschauen, insha'Allah ta'ala. Und auch nochmal die Frage schon ganz konkret, wie wir uns jetzt schützen können vor dem Dajjal. Das hatten wir letzte Woche nur kurz angesprochen gehabt, werden wir aber nächste Woche, insha'Allah ta'ala, dann ausführlich und im Detail machen. Subhanakallahu wa bihamdik, inshallah la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa natubu ilayk. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa na'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.